Muss gegen ihn im Bracket? Ja, ich habe gegen Beißer im Bracket verloren, aber der Mann weiß, was er tut. So viel kann ich sagen. Ich wusste es nicht, er weiß es. Ja. Der ist auch ein Veteran. APS2, klassisch, gehen wir rein. Ja. Und die Kern sehen wir auch direkt. Oh ja. Die Kern fliegt oben rum, Rufen springt genau rein. Ja. Aber Rufen weiß, er muss einmal eine Combo hitten, hat er 50%. Ja, stimmt. Duckhand macht nicht so viel Schaden. Mhm. Man muss wirklich die sehr spezifischen Confirms hitten. Obwohl Beiße auch sehr, sehr gut darin ist, diese spezifischen Confirms zu hitten. Ja, ja. Wenn man auf seinen Twitter schaut. Jede Woche neue Clips, ja. So, und jetzt, Tech Chase, sehr gut. Okay, der Tech Chase war zu mächtig. Ja. okay, Zero to Death, Moment. Ja. Moment, der Smash, sehr gut. Uff, mein Gott. Weißel, okay. Sache, der Junge holt das. Der Junge. Hast du Ingame Sound? Ja, okay, ganz leise. Ich habe gerade keinen, aber okay. Okay, er geht auf jeden Fall high. Die Can, um ihn selbst zu beschützen. Die Can ist halt einfach nervig. Man kann nichts anderes sagen, weißt du? Das stimmt wirklich, ja. Und dann kommt noch dieser Cowboy, kommt auch immer noch um die Ecke. Und dann noch die Side-Beat. Ist halt eigentlich unfair. Duckhand spielt 3 gegen 1. Er hat zwei Cowboys, er ist alleine. Was will Korn machen? Und noch dieser Typ, der immer die hier Side-Beats abschießt. Das Schlimmste ist, Duckhand nutzt Modern Warfare. Er nutzt Pistolen, er nutzt Sprengstoff. Ja. Krom hat ein Schwert. Krom hat einfach das Messer zum hier Gunfight gebracht. Ja, aber wirklich. Und so sieht es halt gerade aus. So sieht es wirklich gerade aus. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Aber beißt der Nachteil gerade. Vielleicht ist das Dock für Rufen. Kleiner Jab. Oh, kleiner Jab! Oh, nee, doch nicht. Aber wir bleiben in der Ledge. Ja? Rufen weiter mit Advantage. Beißel muss hier irgendwie wiederkommen. Okay, weil Beißel ist in Kontrolle mit der Can. Aber springt sich selbst hoch. Kurze Eigendetonierung, muss auch mal vorkommen. Muss auch, ja, für Rage bestimmt. Ja, natürlich. Du glaubst nicht, was jetzt alles killt mit der Rage. Ja, gut, die Can hat deswegen nicht. Okay. Oh, der erste Smash. Okay, er hat. Okay. Es war ein wilder Read. Ja, er hat auch ein bisschen lange gecharged, würde ich sagen. Ne? Also in der Zeit hätte auch Joe Biden nochmal Präsident werden können. Ja, wahrscheinlich schon. So, aber für Rufen sieht es trotzdem nicht gut aus. Nee, wir sind wieder im Ledge-Up angekommen. Es scheint Beißels Lieblingsort gerade zu sein. Und ja, er will nicht interagieren. Man sieht es, er rennt weg. Can, Cowboy, Frisbee, whatever. Rufen versucht hier reinzukommen. Selbst das Abbild wird abgebrochen. Ey, es sieht schwierig aus. Was soll immer. Oh mein Gott! Das ist ein Beißel-Confirm. Das kann nur Beißel. Ja, aber wirklich. Kein anderer Duckhand hat das gemacht. Nee. Boah, aber das ist auch so schwierig, wenn diese Side-B auf dem Boden liegt, dass sie immer noch hitten kann. Ja. Warum? Es ist verwirrend einfach nur. Anders kann man das nicht bezeichnen. Gegen Duckhand-Spiel ist einfach ein Psychotraum. Mehr ist das nicht. Aber Ruben ist eigentlich erfahren da drin. Aber irgendwie hat er gerade irgendwie PTSD. Beißel ist einfach gerade auf einem anderen Level, muss man sagen. Die Cans hitten die. Redirected die Cam mit dem Apple, darauf muss man erstmal kommen. Oh, ja, Jab back. Ja. Klassisch. Ja, der faire Jab ist wieder am Start. Okay, aber wir bauen wieder Distanz auf. Ja. Beide sprengen sich selbst hoch und okay. Das Game ist wieder gone. Aber. So, aber die Cam. Oh, der Snipe mit der Cam, meine Güte. Weiß ist einfach Architekt da drin. Ja, aber er hat studiert, glaube ich, Cam. Ja. 6 Semester, Bachelorabschluss, Kernologie. Master hat dann noch in Side-B gemacht dann. Genau. Okay, aber die Cans kämpft sich zurück, muss man sagen. 140% ist natürlich in Kill-Range. Es killt alles, glaube ich, jetzt. Duckhand ist nicht so stark im Killen. Also, ich glaube, die Can nimmt er noch mit, das geht noch. Chrome ist auch kein. Das ist unfortunate an der Stelle. Ja. Ich glaube auch, je wärmer Beiße angezogen ist, desto mehr Kraft hat er. Also, der Mann ist warm eingepackt, das stimmt. Ruben, man merkt, er ist Schock. Aber er geht direkt wieder rein. Ja, warte mal. Soll ich eigentlich keinen Sound haben? Oder ich habe keinen Sound. Also jetzt gerade oder auch während im Game auch nicht. Okay, technische Probleme werden behoben. Aber ja, starke erste Runde auf jeden Fall. Ich würde sagen, nicht jetzt so aussehen für den Favoriten, wie wir dachten. Mhm, ja, also im Setcount, Ruben hat 6 Spiele von den 7 gewonnen, den sie hatten. Ja, genau. Hätte man, glaube ich, nicht gedacht. Aber ich meine, es ist ein Best of 5, Platz für Adaption ist gegeben. Und es geht direkt weiter. Ja, ich kann verstehen, man braucht vielleicht ein Game erstmal wieder, um an Duckhand an sich zu gewöhnen. Es ist einfach seltsam. Es ist immer seltsam. Ja. So, auf Small Battlefield, was sagst du zu der Musik? Ich höre sie immer noch nicht. Ah, okay, es ist Weed Sports Resort. Okay, das ist meine Musik. Ja, das ist deine Musik, okay. Also Wii Sports, bestes Game, was es hier gab wahrscheinlich. Ja. Most Selling, Award Winning, Nobelpreis und so. Ja, obviously. Eigentlich schon. Ja. Wie so Nobelpreis hat es doch bekommen. So, ja, aber es sieht wieder gut aus für Beißel. Er ist gerade an der Edge, aber von den Prozenten her, sehr gut für ihn. Oh, okay, die Abi auf die Can. Okay. Er hat einen Hass auf die Can. Das kann ich aber auch verstehen nach dem ersten Game. Aber die Prozente sind even. Sehr Duckhand stirbt deutlich früher gegen Chrom. Ja.
Ganz komplett even. Oh, absolut. Der even, okay. Oh, der Tag wird auf den Downhill, aber FT killt nicht. Erlebt. Okay. Oh, er springt in die Can rein. Er wollte zu viel. Und nochmal in die Can. Ich glaube, wenn man einmal in die Kern reinspringt, dann muss man auch ein zweites Mal reinspringen. Ja, das dreimal gegen eine gute Linie sind drei, sagt man ja für bekanntlich. Aber ich glaube, Rufen will das gerade nicht. Ich glaube, der Back. Okay. Da muss irgendwas mit dem DI falsch gewesen sein. Das war Schüsse Caution DI, glaube ich. Okay, wir sind absolut in Neutral. Rufen leichter Head, kommt hier mit dem Up hier ein bisschen rein. Aber Beißel hat eine sehr starke Defensive, muss man sagen. Projektile sind im Weg, du musst durch alles durchkommen, da kriegst du vielleicht einen Hit und dann gleitet er so langsam weg und alles nochmal von vorne. Ja, okay. Und das ist die OE. Ich finde, man sieht mit dem Match aber auch, dass Ruben nicht so die krassen Kombos bekommt, die er eigentlich bekommen sollte. Das stimmt. Also Frame 1 Can, die sagt er einfach oft nein. Ja, die sagt, stopp, du bist jetzt weg. Genau, so ein fettes rotes Stoppschild fällt aus der Kant raus. Ja, aber der Charakter ist einfach hart underrated, das sieht man hier auch wieder. Ja. Ist vielleicht der schlechtere Pac-Man, ja, aber macht so trotzdem einen Job. Das ist halt sowas Simples, der Cypher und Neutral B, aber ist trotzdem so clean. Ja. Ich bin immer gehypt da drauf. Man sieht es halt nie. Oh, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott, konnte Ruben zurückkommen? Ich glaube nicht. Das nee, Feierabend. Schafft er nicht, schafft was? Er nicht. Oh, wo war das Bike? Das war der Cowboy, der hat gefroht. Ja, der hat gefroht. Ja, der Cowboy ist bezahlt, Paid Actor und so. Paid Actor. Der weiß nicht, ob ich nochmal komme. Ja. Okay, oh, oh mein Gott, der Tag, starker Tag. Alter, beide gerade clean. Das ist Top-Level Schleswig-Holstein-Gameplay, was wir hier sehen. Absolut, absolut. Und beide auch komplett in der Cam, man sieht ihnen nichts an. Ja. Pokerface mal 1000. Die Leute sind, die Männer sind konzentriert, aber wirklich. Ja. Oh, die kennt, bedrohlich. Langsam, aber sicher kommt sie an. Ja, ja. Oh der F-Tilt, stark. Okay, stark, okay. Okay, Rufen im Advantage. Oh, aber. Oh, er lebt noch. Oh mein Gott, guter die Frame Tap. Ja. Das ist so clean auf einem anderen Level. Der Mann ist Mr. Clean. Aber wirklich. Okay, die Fair Strings. Okay, oh. Ist es? Oh, ich dachte, okay, schön raus, die Eid. Okay. Stark. Oh, jetzt kommt die Rufen-Kombos aber. Aber die Kern war wieder da. Okay, Abbie, 20% for free. Mhm. Weißt du jetzt bei 78%? Das ist ein F-Smash, ein Ledge. Das ist auch, oder eine Jair. Jetzt schon? Ja, ein Jair killt. Ein Jair killt definitiv. Das ist sehr gefährlich, Matchup. Oh mein Gott. Jumpscare gerade. 5 Nets ist 30s. Aber er ist rausgekommen. Okay, Downhill, Tech Chase. Noch ein Downhill. Oh mein Gott. Oh. Oh, okay, man sieht, die Killfuss werden geschmissen. Die Can ist links, die kann ich nicht helfen. Die Can kann immer helfen. Okay, Saipi into. Oh. Okay, Saipi into einfach noch nichts. Aerial gemisst, was passiert? Okay. Okay, näher. Weißel-Modus. Was? Ah, der Berg, Der Berg, der mir das Seite gefällt, aber er lebt. Okay, er geht ganz weit runter. Was ist das denn? Oh mein Gott. Oh, Weißel kommt zurück. Das ist schade. Krasses Game aber. Krasses Game 1 mit dem SD-Bandit, Game 2 mit dem SD-Bandit. Man merkt, die Nerven sind da. Aber es ist ein spannendes Match. Ich fand die Wii Sports Resort Musik, der ist noch auf ein anderes Level gebracht gerade. Also ich wünschte, ich könnte sie hören. Ja. Dann wäre ich auf jeden Fall vollkommen bei dir. Ja. Alles in allem, erstaunliches Match. Was sagt der Chat? Der Chat ist soweit. Er ist gehypt auf jeden Fall. Ja, glaube ich. Also, ist das von diesem Match? Geiler Confirm, denke ich mal. Geiler Confirm, das kann für Beißel gelten, auf jeden Fall. Wie ist David so sexy? Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. So, alright. Aber während wir hier warten, ne? Ja. Wichtige Frage, die stelle ich eigentlich jedem Kommentator. Mhm. Was ist deine Strat bei Schere, Stein, Papier? Ich bin aus MV und wir in MV haben eine sehr spezifische Meta, was Schere, Stein, Papier angeht. Es nennt sich die Steinmeta. Egal, was dein Gegner macht, du machst Stein. Macht er auch Stein, machst du Stein. Macht der Schere, hast du gewonnen, macht der Papier, ist ein Schummler. Ganz einfach. Ah, okay. Ja. Einfach immer Stein. Und die meisten Matches in MV gehen deshalb einfach nicht los, weil beide immer Stein machen, weißt du? Deswegen sind die Brackets immer delayed. Aber es geht direkt weiter. Wir sind sofort in-game. Es ist Eva Beißel in der Ecke. Ja. Fühlt sich aber auch relativ wohl mit als ein Projekt hin. Okay, Jab Fair. Jab F-Tilt, meine ich. Ja, PS2 hat letztes Mal Beißel gewonnen. Was ich auch richtig nervig finde bei Duck Hunt. Ja. Wenn diese Can irgendwo ist, ne, die Kamera ist komplett wack. Es stimmt wirklich. Die Can liegt links, ihr seid rechts. Die Cam ist trotzdem super weit raus. Ja, das ist schrecklich. Die Can muss man ja auch sehen, ne? Ja, natürlich. Die Can ist hier der Protagonist. Und die Can hat ihn gerade sogar vor dem Bäcker gerettet. Hat den noch Wow, geht wieder deep. Oh mein Gott. Und da sagt mal, Chrom kann ich recoveren, der Junge geht richtig deep. Das macht keiner noch nach Chrom. Keiner auf der Welt. Wirklich nicht. Bester Chrom der Welt. Was soll das denn? Into F. Noch einer. Noch? Komm, dritter. Okay, er ist wütend. Er ist wirklich für die Fans. Und der F. Was war das denn jetzt? Eine Minute vorbei, zwei Stocks weg. Rufen hat irgendwas herausgefunden, was wir gerade nicht sehen. Oh mein Gott. Was macht der denn hier gerade? Er macht hier gerade irgendwie Aerial Mix-Ups mit dem B-Reverse in der Luft. Integrale in der Luft, ja. F-Tilt into Dash-Deck. Okay, Beißel geht high. Doch, ja. Oh, stark. Schön, sehr, sehr stark. Das muss er auch jetzt haben. Ja, aber wirklich. So, die Can, sein bester Freund. Ja, auf jeden Fall. Aber Rufen. Und Beißel hier, er zoned, aber Rufen muss eigentlich nicht approachen. Er ist einen ganzen Stock vorne, hat sehr viel Zeit hier mit der er arbeiten kann. Wow.
Er wollte wirklich sein Leben readen. Ja. Der Downtilt. Er hat diese kleinen Pokes über Zeit gewinnt hier oben. Der macht das ganz richtig. Okay, aber geht auf jeden Fall rein. Der Mann ist auf Pression gerade getrimmt. Ja. Diese Kerl ist halt auch für den besser, der leadet, weißt du? Weil wenn beide getroffen werden... Ja, es ist wie eine Snake. Genau, genau. Du tradest immer. So, oh Gott. Okay, weißt okay, du, der Cowboy wird einfach getötet. Ja. Das war eine öffentliche Exekution an der Stelle. Okay, okay, ja. Durchaus. Aber Beißel lebt zum Glück noch. Beißel also. Lebt, Beißel lebt. Beißel kann dieses Game noch holen. Ja, okay, das sieht zwar düster aus, aber... Wir den Cowboy treffen mit das IP. Sehr gut. Okay, F-Tilt. Killt auf jeden Fall okay, dreimal. Der Cowboy, um ihn zu protecten. Oh, und ja, der F-Tilt. Stark. Das war ein starkes Game. Das war sehr schnell. Ja. Okay, ja, es waren nicht, keine 200 Minuten. Ja. Insane. Rufen wir mit 2-1 Lead. Meinst du, wir sind in Game 5? So wie das gerade aussah, bin ich mir da nicht sicher. Weißt du was? Ich glaube, Beißel, der zieht sich jetzt warm an. Der holt das. Der holt das. Ja, also mindestens Game 5. Game 5 wäre ja, schon Hype. Muss. Mit diesen Duckhand-Kombos kann ich das durchaus sehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Duckhand ein Problem hat gegen Schwerter. Er selbst ja, hat keine Disjoints, seine Projektile helfen dadurch aus, aber er ist nicht der Schnellste. Er ist ein bisschen stubby unterwegs, mhm. wie ein amputierter Hund eigentlich. Eigentlich aber schon, ja. Aber ja. hat er die Ente zum Fliegen. Die Ente du? Hilft ihm da aus. Ja, aber ich glaube, das Schwert kann sogar auch gut für ihn sein, wenn er halt die Kern früher trifft, von einer weiteren Entfernung. Ja, ja, das kann ich sehen, durchaus. Aber Chrom ist halt irgendwie auf Speed und ist halt komplett schnell. Ey, Chrom ist, wenn du dir anguckst, wie Chrom rennt, so sehr gebückt, der Mann ja. mit Ritte 30 macht er nichts mehr. Ja, das ist windschnittig, weißt du? Ja, stimmt, aber dein Rücken dankt dir nicht. Aber ist Chrom egal, der muss ja jetzt hier und jetzt weiter fetzen. Ja, stimmt, jetzt gerade geht ums Winners Semis. Wer kommt ins Winners Final? Dieses Match könnte schon entscheiden. Das sind die Spieler-Kombos, die wir sehen wollen. Oh! Fast, das hätte der Stock, das wäre der Stock gewesen. Beißel auf jeden Fall, er will in Game 5, er will dieses Set nicht aufgeben. Meinst du, Ruben wird noch geklippt auf Twitter heute? Wir haben ein ganzes Game Zeit, das kann ich schon sehen. Okay, er geht wieder komplett deep. Sehr aber deep. Die Ken trifft ihn nicht. Die Ken macht da nicht mit. Okay, oh. Die Ken wird geftiltet. Aha. Der Neo mit dem Side B zu traden an der Stelle. Sehr gut. Okay. Oh! Ja, der sehr F-Tilt stark. Auf den stark. Das wirklich. Das ist solide. Das Timing auch absolut raus. Ich hab der F-Tilt perfekt hochgetimt. Okay, oh, ja, der Backflow in die Ken. Bumm. Bumm. Okay, der Pirat kommt den Ken wieder zum Einsatz. Das ist tot. Oh, ah, schade. Er hat den Spike gemisst, das ist bitter. Schade. Noch ein Abi. Okay, er ist ja? immer noch an der Ledge. Die Ken okay. ist da. Ken ist der beste Freund. Oh, oh der Upsmash Mist. Das ist oh, was ist das denn? Er wollte mit der Ken. Wird Ruven hier geklippt oder Beißel? Das ist die Frage. Ich weiß okay, nicht. Okay, oder wird der Desktop geklippt? Ich glaube, Ruven wollte irgendwie seinen Stammbaum gerade rausholen und ihn lesen. Also, das ist ganz schön wild gerade. Meine Güte. Okay, die Ken. Oh, die Ken schon wieder. Diese Ken confirms nicht aus dieser Welt. Aber wirklich, er arbeitet einfach wieder. Das waren 40%. Oh mein Gott. Und der F-Smash mit die Ken. Twitter-Moment. Er haut die Ken einfach selber weg. Tot. Ah, zu weit weg. Was? Aber das war ein geniales Counterpair von Ruven. Mit dem Fair Offstage gegen die Ken. Okay, ja, okay, das Abi. Okay, sehe ich. Dieses Abi ist so gut. Insane Range, 20%. Er arbeitet wirklich insane damit. Das Einzige, was es halt nicht kann, ist killen. Ja. Aber es macht Damage, das reicht. Und recovern halt auch. Ne? Ich meine, sind wir mal fair, Chrom-Kit mit genug anderem. Ja, das stimmt schon. Okay. Komplett fast ihm. In die Ken. Oh mein Gott. So knapp. Und der F-Smash knapp verfehlt. Okay. Der Cowboy beschützt die Ken auf der Plattform als Setter, rollt aber einfach dann vorbei und jetzt ist Beißel offstage. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen in diesem Game. Hier keiner will dieses aufgeben. Die Smashes, die sehe ich nicht. Die sehe ich nicht bei ihm gerade. Ich habe ja noch keinen getroffen davon. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber die Ken beschützt ihn hier wieder. Er nutzt ihn wirklich stark als Defensive. Aber ich rieche den F-Tilt schon wieder. Ja, ja, Chroms mögen F-Tilt. Und er wird auf jeden Fall killen. Da kriegt er auf jeden Fall Gänsehaut. Fair. Oh mein Gott, die Kimos werden rausgeschmissen. Komm zurück, ey, komm nicht zurück, Beißel, komm nicht zurück. Oh, bitter. Das ist so bitter. Aber erstmal 160. Ja, es ist alles drin, alles drin. Hat da einen Killflow? Nee, oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist ziemlich mies. Also Killflow in die Kern rein, aber sonst ja, ist es alright. Aber ich glaube, das wird mehr Prozent auch nur schwerer. Aber weißt du, aber der würde kann das berechnen. Ah ja, gut. Ich habe ihn gefragt, er kann jeden Winkel berechnen. Nice. Der Mann hat Duckhand, der lebt Duckhand. Wirklich. Ja, wirklich. Er wurde als Duckhand geboren. Als Duckhand-Man. Das wurde bestimmt. Okay, der Cowboy killt auch noch nicht. 190% langsam muss der Kill gefunden werden. Aber man muss auch sagen, okay. Ja, nur 8% extra Credit. Es ist Last Stock, fast komplett even. Okay, Downthrow into F-Tilt. Interessanter Combo-Tree hier. Wer weiß, jetzt Turbo-Modus anmacht, dann geht das. Ja, auf jeden Fall. Das Game ist okay. Offen für alle. Oh, er hat den Crazy. Das war fast eine insane Combo. Solide. Oh, der Hund wird ihm hergejuggelt. Okay. Mhm. Er ist in der Ecke, aber es juckt ihn nicht. Er hat den Cowboy, er hat die Cat. Er juckt ihn nicht, er kämpft an der Edge. Ja. Hat er kein Problem mit. Oh, ah, den Mickey, den hat er vergessen. Ja, das passiert. Jeder macht mal einen Schlüsselfehler. Ja, ist normal. So. Okay, Side-Tree, okay, ein bisschen Distanz aufzunehmen. Oh Gott. Weiterhin in er geht seiner auf Edge. Das war ein Spike. Das war gefährlich. Ja. Okay, Trade.
Was macht er? Ich sehe den Jab jetzt schon. Ja, oh. Auf jeden Fall Down Tilt Tech Chase. Oh, ey, er hat so knapp durch. Was macht er? Er kommt zurück. Okay, Gets out. Die Cam war leider nicht Kopf da. Kopf oh. Alles von Ruben würde ihr killen, aber ein Setup vom Bison ist auch ein Kill. Ja. Wenn er einmal auf Stage ist, ich glaube, das ist Schicht im Schacht. Ja, auf jeden Fall. Okay, fair. Er ist auf Stage, das ist gefährlich. An der Ecke. Die Cam wieder. Down Air gemisst, oh. Aber er ist in der Ecke. Beide explodieren. Oh mein Gott. Was ist das für ein Alter. Game? Oh, der Back. Ja, oh das ist ein 3-1 Er ist so tief getaucht wie Atlantik.